Hallo, ich bin Hanna von Muskelschmerzerfahrung.com. Wenn ich wirklich akut Schmerzen habe und einen ganz kleinen Bewegungsraum habe im Moment und alles schmerzt und ich den Kopf nicht richtig wenden kann, dann ist es ganz gut, mit Mikrobewegungen zu arbeiten, weil die kann ich immer machen. Ja? Und ich kann sie unendlich klein machen, ich kann sie fast nur denken und das hilft. Also das ist immer, weil ich ganz bewusst die Bewegung mache und ich mache sie winzig. Die Nackendehnübungen sind auch immer gut. Da kann man leicht zu viel machen. Also das ist so, dass man dann immer denkt, oh, das muss jetzt mehr oder ich will jetzt mehr. Das ist halt nicht nötig. Ne? Also der Nacken ist sehr sensibel, sehr empfindlich und kann eben sehr stark irgendwie Kopfschmerzen beeinflussen. Bei mir war es so, dieser Punkt, wo ich gesagt habe, so vor 2 Jahren hatte ich die schlimmsten Nackenschmerzen, da habe ich plötzlich einen ganz, ganz lauten Tinnitus bekommen. Ne? Durch diesen Nacken, der einfach dick und hart und fest und hat gehalten und nichts ging. Ja, und das ist also wirklich einfach ein sehr, sehr sensibler Bereich. Und dementsprechend weniger machen, als du denkst. Immer weniger als nötig, weniger als du denkst, weniger als du willst, immer. Es ist einfach wirklich allgemein so bei allen körperlichen Übungen oder Dehnungen und alles, was gegen Schmerzen sein soll. Wenn du mehr Erklärungen haben möchtest, wenn du mehr Erklärungen brauchst oder Fragen hast zu irgendeiner speziellen Übung, dann schreib mir das gerne. Kann ich gucken, ob ich da nochmal genauer drauf eingehe, weil das halt, es gibt immer so viele mit so viele Varianten von allem. Und worauf man achten kann. Genau. Ja, das heißt, das Wichtigste ist einfach selber einschätzen zu können, was für einen das dann ja die richtige Übung ist. Für Menschen, die eben akut viele Schmerzen haben, da würde ich definitiv ganz vorsichtig, ganz sanft anfangen. Und man kann aber sehen, wo man hinkommt. Ne? Also, das ist nicht so, dass irgendwie jemand eine Chemie kann und jemand anders nicht. Das ist einfach nur Übung und hat man es einfach viel gemacht oder nicht. Und das ist nicht irgendwie so einfach festgelegt, wer das kann oder nicht kann. Dementsprechend, das Wichtigste ist immer, dass man einfach für sich einschätzt, was das Richtige ist, dass man nicht zu viel macht. Und man selber ist auch der einzige Mensch, der das wirklich gut weiß, was jetzt das Richtige ist. Ne? Das heißt, einfach als Idee habe ich das jetzt mal so in den Raum gestellt, weil mir das sehr geholfen hat und ich das sehr über einen langen Zeitraum praktisch irgendwie akkumuliert habe. Ich habe erst nur Dehnübungen gemacht, dann kam ich so ein bisschen auf die Mikrobewegung und dann wesentlich später kam ich auf diese Sachen aus dem Bauchtanz und die haben aber auch für mich waren die toll. Ne? Aber gleichzeitig, ich habe die nicht ganz, ganz, ganz am Anfang gemacht. Deswegen wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig. So. Also wenn man eine empfindliche Halswirbelsäule hat, ganz vorsichtig. Und man kann alles in Mikro machen. Ja? Ich kann auch ein Headslide in Mikro machen und ich kann auch eine Chemie in Mikro machen. Und das ist super, wenn man das kann. Genau. Okay, dann sind wir jetzt fertig und vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen eine neue Perspektive gegeben hat, dass man mehr machen kann als Dehnen, obwohl Dehnen super ist, eine gute Grundlage ist. Und ja, bitte sagt mir, wenn ihr mehr irgendwie Details für irgendwas braucht. Das wäre super, weil, wie gesagt, es ist alles irgendwie.